Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apple-Update direkt nach der Keynote. Ja, ich möchte mich aber als allererstes mal dafür entschuldigen, wie ich mich anhöre und dass ich garantiert nicht so begeistert bin oder es nicht so zeige, wie ich eigentlich bin. Ich fühle mich nicht gut, ich bin irgendwie krank. Und ja, habt doch bitte ein bisschen, fällt mir schon wieder das Wort nicht ein bisschen Rücksicht mit mir. Ja. Und ihr müsst euch das Video auch nicht angucken, wenn ihr meint, dass ihr kranke Leute nicht zugucken wollt. Aber jetzt mal schnell zur Keynote und zu den Sachen, die vorgestellt wurden. Nur ganz kurz im Groben. Keine großen Details darüber, aber ich kann euch eins verraten. Zu einem Produkt wird es ein Unboxing und Review geben. Da könnt ihr euch, glaube ich, schon drauf freuen. Aber lassen wir erstmal mit iTunes 10 anfangen. Ich habe das jetzt hier auf der englischen Seite, weil es auf der deutschen Seite noch nicht wirklich verfügbar ist. Und es gibt halt neue Sachen wie zum Beispiel Ping, ein soziales Netzwerk, ja, für Musik. Und ja, ihr könnt euch iTunes 10 jetzt schon runterladen. Es hat auch ein neues Icon bekommen, was keine CD mehr hat. Ich finde das Icon ganz böse gesagt hässlich. Es ist überhaupt nicht iTunes-like, finde ich. Aber das müsst ihr für euch sehen. Es gab ein paar kleine Interface-Changes bei iTunes und ja, das müsst ihr euch am besten einfach selber angucken. Aber jetzt zu den großen News sozusagen. Der Apple TV kam in einer Neuauflage raus und ist auch noch auf der englischen Seite, weil die deutsche Seite noch nicht existiert. Und der Apple TV ist übelst klein und zwar passt er in deine Hand. Kostet 99 Dollar. Streamt HD-Video, hat keine Festplatte mehr, alles halt über Streaming. Preise sind super günstig und ja, Netflix-Support für die USA, für Deutschland glaube ich nicht. WLAN, USB und der ganze Scheiß, den man unbedingt haben will. Eine Apple Remote ist auch dabei, die mittlerweile schon eigentlich größer ist als der Apple TV, was ich auch sehr lustig finde eigentlich. Ja, und HD-Fernsehsendung für 99 Dollar Cent. Das Denkmal wird auch in 99 Euro Cent umgerechnet. Und HD-Videos, HD-Filme direkt nach dem Release 2,99 Dollar. Ist, finde ich, ein fairer Preis dafür, um mal schnell was zu gucken. Ja, und der Preis ist, wie gesagt, nicht 99 Dollar, sondern 119 Dollar Euro. Okay, das kann wegen Steuern sein, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke mal, es ist auch nicht so eine große Abweichung. Und hier seht ihr schon die neuen iPods. Da kommen wir jetzt gleich zu. Und zwar hier ist der neue iPod Shuffle. Und zwar ist der wieder zum vorletzte Generation iPod Shuffle Design übergegangen. Ist wieder breit geworden und kostet für 2 GB, glaube ich, 49 Euro. Ja. Und größer gibt's hier nicht. Ja, sorry, ich bin wirklich sehr unvorbereitet. Ich habe gerade aufgehört, das Video zu gucken. Und krank bin ich außerdem noch dazu. Also, habt Rücksicht. iPod Nano, auch klein und eckig mit Touch. Gefällt mir überhaupt nicht irgendwie so, wie er im Moment ist. Aber ja, Apple meint, es ist toll. Und deswegen meine ich, ist es auch toll. Und was soll das jetzt? Ja, Apple-Seite hat eine kleine Fehlfunktion, das darf nicht sein, das ist aber leider so. Okay, dann gibt es halt keine weiteren Bilder. Der 8 GB kostet 159 Euro und der 16 GB kostet 189 Euro. Bekannte Preise, bekannte Farben. Zwei sind dazugekommen. Einmal Product Red, also mit Spendenanteil und ich meine der. Wie heißt, welche Farbe ist es? Aber egal, der in Grau oder so ist auch noch neu dazugekommen, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. iPod Touch gibt es auch neu mit allen iPhone 4 ja, Spielereien, A4-Prozessor, HD-Cam auf der Rückseite, Frontkamera für FaceTime, auch mit iPhones zusammen. Retina-Display natürlich und iOS 4.1 mit Game Center. Wow, es gibt Game Center. Wahrscheinlich werden es dann andere als Sojourner's Best auch mal Game Center haben. Wäre ich ganz froh drüber, weil es ist, denke ich mal, eine schöne Sache. Es gibt ein kleines Redesign
Und zwar ist er hinten jetzt auch gerade. Und ja, viel dünner und geht zur ersten Generation von iPod Touch vom Design her zurück. iMovie gibt es natürlich auch drauf. Und die Preise sind für 8 GB 299 Euro, für 32 200, für 8 GB 229 Euro, sorry, für 32 299 und für 64 399 Euro. Ja, auch bekannte Preise für die neuen Features, aber sehr, sehr schöne Preise eigentlich. Ja, und was ich euch noch sagen wollte mit Unboxing und Review, und zwar von dem Apple TV. Ja, wir haben uns ganz gerade kurzfristig entschieden. Der Apple TV ist cool, der Preis stimmt und ja, wenn es den dann zu kaufen gibt, also in 4 Wochen, gibt es davon auf jeden Fall ein Unboxing. Und ich denke mal auch, ja, Setup-Video brauche ich glaube ich nicht, aber ein Feature-Video mit den Features, die der Apple TV hat und wie das funktioniert. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie wir. Und ja, sorry, ich bin krank, wie gesagt, aber habt Mitleid mit mir, bitte. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch die neuen Apple-Produkte gefallen. Drückt einen Daumen hoch, wenn das Video gut war, was ich denke ich mal hoffe. Und drückt einen Daumen hoch, wenn ihr hofft, dass ich bald wieder gesund bin. Und ja, ich werde übrigens schneller gesund, wenn ihr abonnieren klickt. Also könnt ihr da auch klicken, das hilft mir. Aber ja, bis zum nächsten Video, wo ich dann ein bisschen genauer auf iTunes 10 eingehe, weil ich euch da ein bisschen was zeigen möchte. Denke ich mal, kommt Ende der Woche, wenn ich dann schon wieder gesund bin. Sonst etwas später. Ja, okay. Auf jeden Fall, bis dann. Ciao.